Ich versuche erstmals ultimativer Champion im Trimax Free-to-Play Projekt zu werden. Doch ob uns das gelingt und welche eine Karte am Ende den entscheidenden Unterschied macht, siehst du jetzt. Trag gerne Creator Code BigSpring kostenfrei im Shop ein. Kurs geht raus und wir gehen rein. Partie Nummer 1 gegen Kollege Tammer aus den German Heroes. Heroes falsch geschrieben, aber ist völlig egal. Er ist Level 15, er hat so oder so das Rederecht. Es kommt der E-Giant rein. Und wir können jetzt einfach hoffen, dass der Gegner kein Lightning hat. Weil wenn der Lightning schon wieder da ist, dann können wir direkt im Prinzip, ich will nicht sagen, das Buch zumachen. Vielleicht kann man noch gewinnen, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr hart, wenn die Gegner mit Lightning spielen. Gerade, weil er, glaube ich, meinen Baby Dragon auf 15 auch one-shottet. Wir schauen, okay, er hat Feuerball. Das ist okay. Feuerball können wir mitarbeiten. Da ist es dann natürlich sehr gut, sehr von Vorteil in diesem Matchup, dass wir den Kanonenmann dabei haben. Natürlich für uns ein bisschen problematisch ist die Dolchherzogin, da wir jetzt nicht so unfassbar viele Einheiten haben, die da irgendetwas überleben. Der Kanoni hilft aber mit. Das heißt, wir gehen einfach mal rein und hoffen, dass der Gegner keine Hexenmutter hat, wie ungefähr jeder zweite hier ohne Sinn. Okay, er hat ein Holzpferd. Das ist schon mal sehr, sehr gut für uns. Die Valkyrie auch, okay. Das passt alles erstmal. Es ist guter Schaden, den wir hier machen. Und mit dem Holzpferd können wir auch direkt den King Tower aktivieren. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Das Einzige, was natürlich jetzt unwichtig wäre, wenn er jetzt hier irgendwie einen Kollegen namens... Okay, er bringt den Magier dahinter. Das ist dann okay. Da können wir einfach diesen Ritter spielen, dann diesen Eismagier. Das sollte auf jeden Fall in der Lage sein, zumindest hier den größten Schaden zu verhindern. Sehr, sehr gut. Es verhindert alles. Und damit haben wir jetzt schon mal gegen ihn einen Schadenswort, der Freunde. Das wäre sehr, sehr gut, wenn wir das so durchziehen könnten. Er hat natürlich einen Feuerball. Das heißt, wir müssen mit unserem Grabstein sehr, sehr gut umgehen. Und wir haben keinen Eismagier mehr im Cycle. Auch das ist nicht unbedingt so gut für uns, denn wir brauchen natürlich eigentlich den Eismagier, um eben gegen diesen Gegner irgendwie defensiv anzukommen. Der Gegner hat allerdings gerade seinen Magier rausgespielt. Ich würde mal davon ausgehen, dass hier vor ein E-Giant kommt. Dann können wir einen tiefen Grabstein so reinspielen, dass eventuell mit Glück die Skelette noch den Sparky wegtanken. Genau das werden wir jetzt auch tun. Ja, da kommt das Ganze so rein. Dann können wir hier das Barbbild spielen. Die Skelette tanken den erstmal weg. Dann gibt es hier das Barbbild. Der sollte eigentlich auch noch nicht abfangen. Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Der hat gar nichts abgefangen. Ist aber okay. Denn wir haben genau diesen Tornado am Start. Und dadurch kassieren wir hier erneut keinen Schaden. Der Gegner muss das zu dem Blocken mit dem Magier. Okay, Baby Dragon hat er selbst dabei. Interessant. Ich glaube, den kannten wir doch gar nicht. Oder ich bin mir ehrlicherweise gar nicht sicher. Jetzt bringen wir unseren eigenen Baby Dragon. Und was wir jetzt eben, wie gesagt, natürlich tun müssen, ist der Fokus. Der Fokus muss sitzen, Freunde. Wir müssen uns jetzt hier vollkommen fokussiert an dieses Game machen. Beziehungsweise einfach in diesem Game weiter mit vollem Fokus arbeiten. Jetzt können wir den Poison spielen. Ja, den machen wir. Wobei, doch, machen wir auf den Magier. Ja, das wäre huge, wenn der jetzt hier mal einen abbekommt. Der Kollege schon mal halb drauf geht. Das Ding ist, jetzt hat er genug Elixier für E-Giant. Und wir haben nicht so viel dagegen im Cycle. Also müssen wir jetzt hier einen Baby Dragon hinten spielen, dann genau diesen Ritter und dann genau diesen Nado, um irgendwie zu verhindern, dass der Gegner jetzt in den Turm kommt, brauchen wir außerdem noch den Grabstein, der ist okay, ja, der Feuerball wird jetzt von ihm nicht so viel tun, Feuerball kommt zwar rein, ist aber auch völlig okay an der Stelle, weil wir hier keinen Schaden kassieren werden, was unfassbar wichtig ist und jetzt kriegen wir hier wieder einmal eine sehr, sehr stabile Defense raus, Freunde, Defense sitzt und jetzt können wir überlegen, ob wir wieder reingehen oder erstmal chillen, wir haben einen großen Schadensvorteil, deswegen werden wir jetzt erstmal gar nicht viel machen, sondern erstmal den Poison draufhauen, Poison kommt rein, let's go. Und jetzt können wir hier einfach den Grabstein so spielen. Er sollte nämlich eigentlich den E-Giant kiten. Genau, das ist perfekt. Jetzt gibt es noch den Bubble. Das Bubble natürlich rein, klar. Der Gegner braucht jetzt eigentlich einen Feuerball. Kann ihn aber nicht wirklich nutzen, was super vorteilhaft für uns ist. Und ihr seht, was diese Kanoniere machen und warum wir die natürlich hier im Deck haben, Freunde. Die machen eine richtig, richtig gute Figur bei diesem ganzen Lachs hier. Wir kriegen einen guten Poison raus. Der Gegner muss dagegen eigentlich wieder irgendwas machen. Spielt eine Valkyrie davor. Das ist okay für uns. Dann gibt es einmal genau diesen Tornado rein, der auch wieder sehr, 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 sehr gut ist. Barbel ist da. Zack, let's go. Und dadurch sollte es eigentlich alles einigermaßen klar gehen. Der sollte eigentlich drauf gehen. Der ist One-Shot. Das ist perfekt. Dann gibt es hier diesen Ritter und natürlich nochmal den Baby Dragon rein, damit man hier auch nicht denkt, dass hier irgendwas in den Turm kommt. Das ist auch wieder sehr, sehr gut. Das Einzige, womit wir jetzt hier rechnen oder was drankommt, ist der Wutzauber des Gegners. Wir bringen aber diesen Eismagier. Der war, ja, zugegeben ein bisschen lost, ist aber okay. Da haben wir einfach den Grabstein anstatt. Zack. Und jetzt können wir hier im Prinzip straight up das Barbel reinhauen. Bringt zwar auch wieder nichts, aber wir müssen uns die Zeit im Prinzip kaufen. Ritter rein. Und jetzt haben wir hier den nächsten Poison. Das ist sehr, 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 sehr gut, Freunde. Wir können diesen Gegner möglicherweise outpoisonen, was natürlich absolut geil wäre. Klar, also für uns. Dann machen wir einmal den Nado rein. Zack, let's go. Dann gibt es nochmal das nächste Bubble. Hier können wir überlegen, ob wir noch einen... Ja, jetzt Eismagier rein. Der Gegner wirft den Feuerball. Das bringt aber alles nichts. Eismagier ist da. Dann gibt es hier natürlich einmal diesen Ritter rein. Auch der ist wieder einigermaßen stabil. Der passt. Dann gibt es hier den nächsten Graveyard. Und dementsprechend sieht das Ganze hier tatsächlich sehr, 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 sehr gut aus. Ein schöner Poison. Zack. Es werden wahrscheinlich keine großen Connections sein, aber wir haben jetzt die dreifache Elixierphase. Der Nado wird ausreichen und damit erstes Game souverän gemeistert. Katie aus TF Brick, wir wünschen ihm viel Glück. Er hat jetzt hier endlich mal den normalen Ton dabei. Wir setzen einmal den Kobelkäfig ein und schauen jetzt, was der Gegner hat. Okay, Bats und Skellies sind jetzt erstmal nicht so unfassbar
vielversprechend für uns. Jetzt geht der Gegner hier rein mit Lambaloon. Auch das lieben wir natürlich absolut, Kappi. Jetzt machen wir einmal den Ritter hier rein, zack. Und ziehen natürlich den Ballon hier einmal logischerweise jetzt hier an den Turm. Das sollte eigentlich klar gehen. Genau, der Ballon kommt ran, zack, ganz entspannt. Das ist schon mal gut, ein guter Start. Ich habe jetzt übrigens auch den Grabschen reingenommen, weil ich doch das Gefühl, den Cage reingenommen, weil ich doch das Gefühl habe, dass er in den meisten Matchups etwas solider ist. Gerade wenn die Gegner Crackerin, Pfeil oder so Müll dabei haben, dann ist es natürlich schon eine Sache, die wir hier mit dem Cage besser umgehen können. Gegen sein Deck sollten wir in der einfachen Elixierphase vor allen Dingen überleben und dann können wir mit dem Baby-Dragon und dem Eismagier, okay, er hat noch ein Inferno-Dragon ohne Grund, uns den ganzen Splash zu machen. Aber man muss auch eine Sache sagen, der Gegner ist jetzt auch gar nicht mal so hoch gelevelt, ne? Also klar, er hat seine wichtigsten Karten auf einem guten Level, aber er spielt natürlich auch stabil, ne? Also bisher mit den Bats und so weiter, was heißt, er spielt stabil, ne? Er weiß halt, okay, man muss gegen den Kanonier so reingehen. Jetzt hat er aber gerade einige Karten rausgespielt, auch die Skellies. Das heißt, wir gehen einfach mal rein. Er hat jetzt Holzfäller für den Ritter im Optimal. Packer, okay, er braucht aber noch eine, er braucht irgendwas noch gegen diesen Dings, das weiß er, oder? Ja, die Valkyrie kommt rein, das macht er dann ganz gut, muss man ja sagen, ne? Spielt er auf jeden Fall nicht bad, wir machen wenig Schaden oder eigentlich fast gar keinen. Die Frage ist, macht der Gegner da jetzt seinen Inferno-Turm rein? Seinen Inferno-Deck, macht er das? Kriegt er den rein? Die Antwort lautet ja, er macht ihn, okay, krass. Das heißt natürlich für uns, wir werden jetzt hier entsprechend sehen, dass wir am besten so ein Nado spielen, dass der Kollege sich einmal zurücksetzt. Hier jetzt noch den Ritter drauf, damit beides wieder splasht. Sollte in Ordnung sein, wir kriegen damit das Ganze einigermaßen flawless gedefft. Das Einzige, was jetzt passieren könnte, wäre der Gegner, wenn er auf der anderen Seite reingeht, mit Bats und Holzfäller oder Bats und Dings. Macht er aber nicht, er wirft Pfeile. Sehr, sehr gut für uns, Freunde, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut, denn dadurch können wir hier... Oder konnten wir durch unseren aggressiven Move sicherstellen, dass wir eben in der einfachen Elixierphase nicht vom Gegner überrannt werden. Jetzt gibt es hier das rein. Der Gegner geht natürlich wieder in der Standard-Edition rein, klar. Jetzt machen wir das einmal so. Der Gegner mit einem wilden oder mit wilden Bats. Das heißt, wir spielen einmal diesen Nado. Ich hoffe, er trifft. Er trifft nicht. Kleiner Spoiler. Das war natürlich jetzt nicht so gut. Jetzt kassieren wir hier einen dummen Hit. Und das sind natürlich solche jetzt, die wollen wir nicht fressen. Das ist sehr unlucky. Das Problem ist halt, wenn der Gegner die Bats spielt, müssen wir dagegen zwangsläufig immer wieder irgendetwas unternehmen. Ich meine, klar, wir haben den King Tower aktiviert, aber das bringt uns jetzt auch nicht unbedingt so meilenweit weiter. Gehen einmal jetzt hier rein. Der Gegner mit einem, ja, guten Evo-Packer kann man an sich, denke ich mal, nicht kritisieren. Aber das ist guter Damage trotzdem. Das ist sehr, sehr guter Damage von Let's Go. Das ist wichtig, dass wir auch mal sowas machen. Jetzt müssen wir einmal mit dem Eismagier natürlich vorgehen. Der Gegner bringt seinen nächsten Inferno-Decken rein. Auch das war relativ klar. Das heißt, das Wichtigste ist natürlich jetzt, dass wir irgendwie diesen Packer ausschalten. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie wir das tun wollen, honestly. Wir gucken uns das Ganze auch mal an, machen einmal diesen Nado hier rein. Zack, dann gibt es hier natürlich einmal gleich den Ritter auf der anderen Lane, damit der Gegner jetzt nicht denkt, er könne hier irgendwie mit seinem nächsten Holzfäller Loon reingehen. Was er natürlich trotzdem macht. So klar, es juckt ihn nicht, obviously, aber ist okay. Jetzt machen wir das einmal so. Zack, der Eismagier macht das nämlich sehr, sehr gut. Jetzt können wir hier nochmal den Eismagier reinspielen, damit wir optimalfall natürlich keinen Hit kassieren. Wichtig, let's go. Sehr schön. Und damit sind wir definitiv noch alive, auch wenn es dann letzten Endes die Bombe war, die wir kassiert haben. Der Gegner setzt hier Skellies an. Auch das ist sehr, sehr gut für uns. Denn jetzt können wir hier einfach mal aggressiv reingehen. Der Gegner muss dagegen irgendwas machen. Das Gute ist, der Ritter tankt. Der Packer kommt raus. Das ist sehr, sehr viel Elixier, was der Gegner hier investieren muss. Jetzt gibt es hier einmal den Kollegen rein. Der Ritter ist am Turm. Das ist guter Damage. Und das ist der Turm. Und das ist sehr, sehr wichtig, Freunde. Das ist unfassbar wichtig. Denn dieses Game wäre fast in die Hose gegangen. Wir hatten gute Karten gegen ihn. Der Gegner hat es aber nicht schlecht gespielt. Da seht ihr, wir sind jetzt noch 4 Games entfernt von Ultimativer Champion und wir haben noch unsere 3 Lucky Drops, die wir natürlich jetzt hier einmal ganz entspannt öffnen werden, Freunde. Oh, geil, ein 3er, okay, sehr gut. Wir hatten jetzt schon länger keinen 5er mehr, muss man sagen, auch wenn ich mich natürlich nicht beschweren will. Es ist ein 4er auf den letzten 3 Spins, let's go. Kriegen wir vielleicht 10k Elite Joker, komm. 45.000 Gold, schade, die Niete, aber kein Problem, wir gehen weiter ins Game. Ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden in Bezug auf meine Turmtruppe und auch eine essentielle Karte, denn ich habe gemerkt, der Baby Dragon ist zwar im klassischen No Damage Deck drin, aber der Elektro Dragon Level 15, erstens natürlich aufgrund seines Levels und zweitens auch aufgrund der Tatsache, dass er gegen diese ganzen Widerreiterinnen Goblinstein Decks eben sehr, sehr stark ist, ist hier die bessere Wahl. Wir haben die Evolution dabei, klar, der King Tower kann angehen und so weiter, all das ist jetzt nicht so gut, aber insgesamt ist es dann doch der Elektro Dragon und auch habe ich festgestellt, dass jetzt relativ viel Spam gespielt wurde. Also packen wir einmal die Prinzessin dann doch rein, um das Ganze eben einigermaßen, ich sage mal, zu verhindern oder, ja, zu bekämpfen, besser gesagt. Wir können es ja nicht verhindern, dass Spam gespielt wird, sondern wir müssen uns eben darauf einstellen und das machen wir, indem wir natürlich jetzt hier entsprechend unsere Karten anpassen. Gerade eben die Turmtruppe. Ja, jetzt können wir hier einmal den Cage reinsetzen, machen ihn einmal so rein, mal gucken, was der Gegner jetzt hier noch schönes zaubern wird. Er hat einen Lava-Hund, okay. Der Lava-Hund ist da, dagegen sind wir natürlich mit dem Elektro-Dragon gerade in der Evolution deutlich besser gerüstet, als nochmal mit dem Baby-Dragon. Die Frage ist nur, was wird der Gegner jetzt spielen? Hat er einen Lightning dabei? Wenn ja, dann hat er
durchaus gute Karten gegen uns. Wenn nein, dann wiederum, meine Freunde, dann ist das, was wir hier machen, sehr, sehr gut. Der Elektrodeck macht jetzt eben hier schon einen mehr als stabilen Job. Killt den Kollegen und jetzt guckt euch das an mit dem Baby Dragon. Hätten wir das niemals so verteidigt bekommen. Das ist natürlich für uns jetzt ein absolut geniales Situationsgebilde. Wir machen aber das Bubble hier rein, zack, und auch das geht alles drauf. Und jetzt haben wir hier eben nochmal den Elektro-Dragon, den der Gegner irgendwie verteidigen muss. Da muss eigentlich irgendwas kommen. Was kommt aber? In Wahrheit kommt da absolut gar nichts, Freunde. Ja, wir kriegen hier eine richtig geile Chain raus und damit sind wir hier in Führung gegen diesen Gegner. Die meisten Leute hier, die wissen zwar, wie sie ihr Deck normal zu spielen haben, aber solche Kniffe und Tricks wie den King Tower zu aktivieren mit dem Elektro-Dragon kriegen sie eben nicht hin. Und das ist unser extrem großer Vorteil in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden. Der Gegner kommt wieder mit seinem Lava und um die Ecke. Das Game hängt jetzt sehr, sehr stark davon ab. Hat der Gegner einen Lightning oder kann er irgendetwas gegen diesen Elektro-Dragon machen? Wenn ja, dann wird das Game noch relativ offen. Wenn nein, dann sieht es richtig, richtig gut für uns aus. Gibt es hier aber den Poison drauf. Der ist relativ entspannt. Der Gegner hat seinen weiteren Elektro-Dragon. Das Schöne dabei ist, wir können einfach diesen Nadu hier reinspielen. Und schon kriegen wir eben eine relativ gute Chain, kann man sagen. Es geht alles gut drauf. Wir kriegen nochmal ein gutes Barbell rein. Zack. Es gibt hier aber den Ritter gegen den Miner. Der ist super. Auch wenn er nicht ganz sitzt, ist aber völlig egal. Der Evo-Elektro-Dragon ist am Start. Wir können jetzt hier eben die nächsten Graveyard spielen. Und der Elektro-Dragon sollte eigentlich nicht tanken. Dadurch haben wir hier eine sehr, sehr gute Situation. Und ihr seht, was das für einen geisterkranken Unterschied macht. Dass wir jetzt hier diesen Evo-Elektro-Dragon haben mit dem Baby-Dragon, hätten wir unfassbar doll gestruggelt, ja? Aber mit dem Evo-Elektro-Dragon, gerade weil hier eben relativ wenige Leute Lightning spielen, dafür viel Spam, könnte diese Änderung uns jetzt wirklich in Richtung Ultimativer Champion verhelfen. Jetzt sind es nämlich noch genau 3 Siege, die wir hier brauchen, um zum ersten Mal Ulti zu werden. Und ich glaube, dass es mit diesem Deck wirklich sehr, sehr, sehr gut gehen kann. Das zeigt aber auch gleichzeitig, wie tot gerade leider das Original No-Damage-Deck ist. Wir brauchen jetzt noch 3 Siege und dann haben wir das geschafft. Weiter geht's gegen Aldabaso und wir sind bald da. Und jetzt zahlt sich hier, bereits hier, zahlt sich einfach aus, dass wir diesen Switch gemacht haben, Freunde. Unser Gegner spielt die Fledermäuse. Allein hier haben wir jetzt so einen unfassbaren Profit aus unserem Prinzessinnen-Turm. Der ist sowas von gut. Jetzt haben wir den Elektro-Dragon gegen seine Rekruten. Auch das schmeckt erstmal. Die Frage ist natürlich, was spielt der Gegner jetzt noch? Es kann sein, da verwirkt sich ein Lightning. Es kann aber auch sein, dass sich da absolut gar nichts verbirgt und wir gleich hier wieder einen, okay, er hat Feuerpfeile, genau, deswegen haben wir auch den Eismagier entsprechend auf die andere Lane gespielt. Kassieren jetzt ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, Leergeld beinahe, weil wir jetzt irgendwie nicht wussten, was der Gegner spielt. Aber er hat Feuerball und Pfeile auf den Elektro-Dragon gehauen. Das ist schon mal gut, denn dadurch muss er immerhin 2 Elixier mehr ausgeben als wir. Dementsprechend passt das, ja. Bisher würde ich sogar noch sagen, der Baby-Dragon wäre fast hier noch besser für uns. Aber man kann natürlich nicht alles haben, Freunde. Dementsprechend ist das jetzt so, wie es ist. Wir könnten überlegen, ob wir, wenn der Cage platzt, aber einfach reingehen. Der Gegner hat gerade seinen Feuerball gespielt. Und dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass es eine relativ gute Idee sein könnte, einfach mal genau so hier reinzugehen. Der Gegner muss noch eine Karte spielen. Wobei, er hat wieder Feuerball im Cycle, aber es ist sehr teuer. Es ist sehr, sehr teuer und dementsprechend könnte das jetzt hier für den Gegner die Schere werden, gerade wenn das natürlich so macht. Das war nämlich gar nicht gut. Jetzt haben wir eine sehr, sehr gute Chain am Start, Freunde. Sehr, 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 sehr geil. Und die ganzen, oh mein Gott, die ganzen Rekruten gehen drauf und sein Turm ist fast down. Und das ist sowas von wichtig. Er misst den Feuerball auf den Goblin Cage und wir nutzen das Ganze natürlich direkt zu unserem Vorteil. Und hier seht ihr, was dieser Elektro-Dragon für ein Game-Changer ist. Es ist einfach nur unglaublich, ja. Jetzt machen wir das hier einfach so, zack, Bubble schön nach hinten, klar. Genauso wie sich das gegen seine Situation hier gehört. Wir kriegen hier vielleicht, perfekt. Es ist perfekt, Freunde. Es sieht sehr, sehr gut aus und wir sind hier gerade wirklich auf einem extremst guten Weg zu Richtung Ultimativer Champion. Erstes Mal auf dem Free-to-Play-Account, Freunde. Es wäre absolut geil, würden wir es jetzt schaffen. Deswegen gibt es ja auch direkt den Elektro-Dragon wieder rein, damit wir natürlich hier nichts anbrennen lassen, Freunde. Und jetzt können wir überlegen, ob wir sogar einfach reingehen. Ja, wir gehen einfach rein. Wir hindern uns daran. Rekruten kommen hinten. Die Chain kann sowieso niemals jetzt den King Tower aktivieren. Selbst wenn, dann wäre es völlig egal, weil wir eben in so einer Situation sind, dass der Schaden sowieso durch Poisons gemacht werden kann. Ja, die Chain wird jetzt hier nicht an den Turm kommen, aber auch das ist wieder sehr, sehr entspannt. Wir haben hier den Ritter am Start, wir haben das Barbarenfass gegen sein mögliches Koboldfass, was auch wieder sehr, sehr gut ist. Und jetzt kriegen wir hier natürlich wieder einmal einen sehr, sehr guten Split unserer Einheiten, denn der Gegner muss 7 Elixier dort investieren auf diesen Elektro-Decken. Macht er es nicht, hat er ein riesengroßes Problem und die Antwort oder was er macht es tatsächlich am Ende des Tages nicht. Jetzt wirft er hier den Feuerball defensiv, auch der bringt natürlich offensiv ihm absolut gar nichts, logischerweise, aber ihr seht, in welche Richtung dieses Game geht. Und das ist für uns jetzt hier tatsächlich eine sehr, 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 sehr gute. Der nächste Eismagier ist am Start. Dann gibt es hier natürlich gleich den nächsten Elektro-Dragon. Auch der wird einmal schön hinten platziert.
Und jetzt haben wir bei Aldabaso eine, oder gegenüber Aldabaso besser gesagt, eine sehr, sehr gute Situation. Eigentlich will ich meinen Barbell nicht raushauen, deswegen fangen wir jetzt einfach an, Poisons zu cyclen, ja? Der Gegner hat nämlich sein Barrel, also ziemlich einzige Win-Condition, neben eben dem Schweinereiter. Und wenn wir das immer mit dem Barbell abfangen, dann ist der Gegner relativ machtlos gegen uns. Und genau das demonstrieren wir hier. Wir haben jetzt hier noch einen Poison, den wir cyclen können. 240 Damage, ein Nado, dann sollte das Ganze eigentlich reichen. Genauso ist es. Es reicht perfekt aus. 5 HP mehr, als der gegnerische Turm Leben hat. Das heißt, wir haben jetzt hier den Tornado und damit sollte dieses Game eigentlich zumindest an meinen Recherchen durch sein. Jetzt sind es noch 2 Siege, bis wir endlich Liga 10 im Projekt zum ersten Mal erreicht haben. Die letzten 2 Games möglicherweise, Freunde. Es sieht alles gerade sehr, sehr gut aus und ich sage es euch, wie es ist, den Elektro-Dragon hier ins Deck zu packen, ist wirklich der absolute Game-Changer gewesen. Ich würde euch das zwar nicht empfehlen gegen bessere Gegner, weil der King Tower natürlich aktiviert werden kann, aber ich bin ehrlich, wenn ich das normale No-Damage-Deck und das hier jetzt zur Wahl hätte, da würde ich mich tendenziell fast immer eigentlich für genau diese Variante hier entscheiden. Barbell kommt rein, wir wussten genau, wo das Koboldfass hinkommen würde und der Gegner hat nur 14 Rekruten, das ist ein großer Vorteil für uns. Allerdings muss man sagen, das Matchup, ich meine, der Gegner hat ein Problem und das Problem liegt im E-Dragon. Wieder mal, ja. Der E-Dragon könnte wieder einmal die absolute Achillesferse dieses Gegners sein. Damit E-Dragon Nado kriegen wir in der Evolution wohlgemerkt alles vom Gegner down, was irgendwie gespielt wird. Zumindest solange er jetzt keine Rocket Lightning oder sonstiges hat, ja. Er hat allerdings auch einen Trumpf und das ist genau dieser Kollege, denn gegen Goblinstein haben wir in diesem Deck zwar den Cage, aber ansonsten wirklich eigentlich beinahe gar nichts. Und gerade so ein Goblinstein Level 15, wir wissen das ja alle, der ist durchaus sehr, sehr mächtig und macht auch guten Schaden. Ich hoffe einfach, der Gegner kann jetzt hier nicht zünden. Nee, er sollte eigentlich nicht, also er kann zünden, klar, aber es würde jetzt nicht so viel bringen in meinen Augen. Jetzt können wir hier gleich im Prinzip direkt einmal den Elektro-Dragon ganz hinten spielen. Warum? Der Gegner liegt, es liegt nahe, dass der Gegner noch irgendwas davor spielt. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht machen. Oh, er macht es doch. Das ist natürlich jetzt für uns etwas Waller-Krise. Warum? Weil wir natürlich jetzt hier, ich sag mal, defensiv etwas improvisieren müssen. Wir werden jetzt Schaden kassieren, so ist es nicht, ne? Gerade von dieser Kanonenkarre wird es ein bisschen Damage. Sollte aber eigentlich zumindest einigermaßen klar gehen. Ich meine, klar, es ist schon viel Damage, aber solange der Gegner jetzt nicht den King Tower aktiviert, ist alles gut. Wenn er den allerdings aktiviert, er macht es nicht. Und das meine ich halt. Ja, die meisten Leute wissen hier gefühlt einfach nicht, dass das überhaupt geht, geschweige denn, wie es halt geht. Jetzt gibt es ja einmal den Poison rein und natürlich auch einmal den Kollegen. Die 2 Dark Goblin Hits müssen wir fressen. Und jetzt seht ihr hier, wir sind eben durch diesen Gegner jetzt in einem großen Nachteil, weil wir die doppelte Elixierphase eben noch nicht erreicht haben. Wenn wir die natürlich erreichen, dann ist das eine ganz anderer Schnack. Und dementsprechend könnte das jetzt hier sehr, sehr gut für uns werden. Denn jetzt sind wir da und jetzt dreht sich natürlich alles darum, dass wir in der Position sind, langsam aber sicher etwas Damage am gegnerischen Turm zu machen. Also werden wir jetzt hier diesen Eismagier setzen, einmal aggressiv reingehen. Der Gegner setzt dann eine Gang. Es gibt einmal diesen Nado. Ah, ich hatte fairerweise gehofft, dass es ein bisschen besser wird, aber immerhin sind die Sperrkuppel draufgegangen. Der Gegner blockiert mit den Rekruten an der Brücke, was sehr teuer ist, kassiert ein bisschen Schaden und der Elektro-Dragon ist noch außerhalb seiner Hälfte. Das heißt, wir kommen jetzt an ihn ran. Der Gegner wird jetzt hier möglicherweise versuchen, den King Tower zu aktivieren. Wäre auf jeden Fall schlau. So schlau ist der Gegner aber offensichtlich nicht. Und jetzt haben wir die gute Situation. Jetzt setzen wir die Cage ein, zwingen den Gegner genau irgendwie sowas hinten zu spielen. Wir kriegen jetzt aber den Elektro-Dragon rein, spielen ihn außerhalb der möglichen Chain. Auf der anderen Lane gibt es den Eismagier rein, der natürlich auch hier wieder eine sehr, sehr gute Figur machen kann und auch machen sollte und auch machen wird hoffentlich. Jetzt gibt es hier den Kollegen. Nado behalten wir uns genau hierfür auf, denn der Gegner spielt es natürlich an sich nicht schlecht, ne? Der ist gar nicht so doof. Aber die Situation ist natürlich jetzt wieder eine gute, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, hier eben wieder reinzugehen. Der Gegner hat alles auf der anderen Lane investiert, machen das also schön so. Der Gegner braucht jetzt einen Block. Die Frage ist, wo ein Block der ist. Es ist teuer. Die Kanonenkarre kommt rein. Wir kriegen trotzdem jetzt hier guten Damage nochmal raus. Und die Kanonenkarre geht drauf und der Damage lässt sich hier natürlich absolut sehen, Freunde. Jetzt müssen wir hier diesen Ritter reinspielen. Das ist ein bisschen schade, weil wir natürlich das eigentlich nicht wollen, denn der Ritter ist eine sehr gute, solide Einheit gegen den Gegner und an der Stelle ihn zu wasten. Da blutet mir ein bisschen das Herz, aber der Gegner geht trotzdem rein mit seinem Goblinstein. Deswegen hat sich das Ganze trotzdem gelohnt. Und jetzt sieht es wieder super, super, super gut aus durch diesen Elektrodrachen, Freunde. Es ist wieder einmal ein Game, in dem diese Karte der Game Changer. Ich frage mich wirklich, wie konnte ich das so lange nicht auf dem Radar haben? Also wirklich, das ist crazy. Sagen wir diesen Nado rein, das ist okay, ne? Also wir töten einfach alles. Jetzt gibt es hier nämlich wieder den Poison. Das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit für uns eben wieder einen guten Spielzug zu machen. Hier kriegen wir jetzt einen guten Eismagier auf der Seite, einen guten Cage auf der Seite und nochmal einen guten Ritter rein.
damit natürlich sein Kollege Franco Bolt nicht am Turm connected. Ganz wichtig für uns. Jetzt gibt es hier den nächsten Elektro-Dragon. Wieder einmal können wir uns jetzt überlegen, ob hier ein guter Nado aussteht. Ich würde sagen, wir machen mal so einen Nado rein. War jetzt nicht unbedingt der allerbeste. Der Gegner kann von mir aus auch zünden. Das Schöne daran ist, dass wir trotzdem in einem Damage-Lead sind. Wir können jetzt hier nochmal den Cage reinsetzen. Frag mich jetzt nicht, wozu der war. Der war eigentlich einfach dazu da, den Elektro-Dragon irgendwie zu am Leben zu erhalten. Das hat irgendwie gar nicht geklappt. Ist aber okay, ja. Der Gegner hat die nächste Gang. Wir haben den Poison am Start. Zack. Alles ist entspannt. Der Gegner macht hier keine so unfassbar gute Figur, gerade zumindest in der Situation. Jetzt will er uns auch zeigen. Das finde ich natürlich jetzt auch sehr interessant. Wir kriegen hier einen sehr, sehr guten Nado rein, mit dem der Gegner nicht gerechnet hat. Er wollte nämlich gerade noch die Rekruten, wie ihr hier sehen könnt, davor bringen. Und jetzt haben wir eine sehr, sehr gute Chain wieder am Start. Das Game endet aber bereits in 10 Sekunden. Das heißt, wir müssen nur noch dieses Barbell abwehren, Freunde. Dieses Golden Bell mit dem Barbell, das kriegen wir hin. Und jetzt seht ihr hier, diese Änderung hat einfach mal unser Deck so krass geupgradet. Es ist der helle Wahnsinn, Freunde. Es sieht richtig, richtig gut aus. Die Situation ist jetzt, dass wir ein einziges Game vor ultimativer Champion sind. Und das wollen wir natürlich jetzt gewinnen, Freunde. Jetzt geht es hier in das entscheidende Game und an der Stelle gehen wir natürlich nochmal in den Shop bei wichtigen Entscheidungen. Wird natürlich nochmal vorher Code Bigsman eingetragen. Ist natürlich ganz klar. Kuss übrigens an jeden Einzelnen, der von euch das auch macht. Poisonmeisterung ist da. Hier nochmal 150 Gems extra, die wir nochmal ausgeben können. Und jetzt gehen wir rein. Entscheidendes Match gegen den guten Black Dog. Die Frage ist, was macht er jetzt? Würde mich nicht überraschen, wenn wir jetzt übelst cheesy verlieren. Wir warten aber einmal und versuchen natürlich jetzt erstmal das Beste rauszuholen. Wir waren im Projekt bisher noch nie Ulti, habe ich ja schon gesagt, klar. Wir haben aber in dieser Season erstmals Liga 9,5 erreicht. Natürlich auch durch unsere Lucky Drops. Wir haben ja einmal die 50.000 ED-Jogger bekommen und wir haben ja dann auch in der Season entsprechend schon unsere 50.000 Lucky Drops aus dem Legendenpfad geholt, ja, und das war natürlich unfassbar wertvoll. Diese zwei Karten instant auf 15 zu bringen, war richtig, richtig gut, hat vor allen Dingen eben den Overall-Level sehr gut getan. Wir spielen ja gerade hier in Anführungszeichen nur zwei dieser drei Karten, beziehungsweise, nein, ist eigentlich komplett gelogen, wir spielen alle drei, ich bin dumm, ich habe den Friedhof gemaxt, ja, wir spielen alle drei, ja, und dementsprechend sieht man natürlich jetzt hier, was das letzten Endes ausmacht. Ohne Level 5, 14 hätten wir das wahrscheinlich sogar direkt wieder in dieser Season an den Nagel hängen können. Aber mit Level 14 sieht das Ganze eben sehr, sehr gut möglich aus. Der Gegner hat einiges rausgespielt. Ich tendiere dazu einfach mal auf Risiko reinzugehen. In der Hoffnung, dass er keine Hexenmutter hat, was geistkrank random wäre. Er hat einen Packer an der Brücke. Okay, Packer an der Brücke ist natürlich jetzt auch nicht so unfassbar gut für uns, muss man auch ganz klar sagen. Aber es ist immerhin der Kobold-Käfig, den wir hier haben. Und der Gegner spielt noch den Ewus rein. Bedeutet, er hat jetzt auch keine wirkliche Handhabe hier, um entsprechend den Dings loszuwerden, den Kollegen. Genau, jetzt können wir hier den Eismagischen reinklatschen, das ist in Ordnung. Und wir haben guten Schaden gemacht. Wir haben guten Schaden gemacht. Der Grüne konnte vom Gegner nicht losgeworden werden, heißt, da haben wir guten Damage gemacht. Und jetzt sieht unsere Situation eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Der Kollege kommt rein, da gibt es natürlich hier gleich einen Tornado rein, das ist auch wieder gut. Ganz entspannt. Zack, Dado ist da. Und damit ist der King Tower natürlich wieder einmal im Beschuss. Aber es sieht hier sehr, sehr gut aus, Freunde. Wir sind in Führung, alles ist gut. Und jetzt bin ich gespannt, was der Gegner jetzt hier noch auspacken wird. Wir können hier mit dem Elektro-Dragon wieder arbeiten. Der Gegner hat ja bisher noch keinen Spell dagegen gezeigt, oder? Nee, der hat Lightning. Stimmt, der hat ihn, warte mal, der hat Lightning gezeigt. Stimmt. Jetzt erinnere ich mich, der hat einen Lightning. Das heißt, der würde ihn genau draufhauen. Jetzt können wir aber wieder hier reingehen. Der Lightning könnte uns definitiv noch gefährlich werden, muss man ganz klar sagen. Der Gegner hat mit diesem Lightning natürlich eine Karte, die durchaus mächtig gegen uns ist. Da kommt jetzt hier noch ein Lock rein. Okay, aber wir sind im Damage-Lead. Und das ist erstmal das Wichtige, Freunde. Wir sind im Schadensvorteil. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir ihm eben keine große Lightning-Value geben. Das Problem ist, unser Deck besteht halt zur Hälfte aus Lightning-Value. Da kommt auch der Lightning rein. Ja, der tötet leider auch One-Shot meinen Kobold, weil der leider einfach nicht gut gelevelt ist. Aber ist in Ordnung. Das passt. Jetzt können wir nämlich gleich den Elektro-Dragon reinsetzen. Der Gegner muss nämlich irgendwas spielen, genau. Jetzt gibt es hier den E-Dragon. Und jetzt muss der Gegner basically sich wieder überlegen, was er hier macht. Weil wir können jetzt hier einmal so reingehen. Der Gegner kann natürlich jetzt Packer an der Brücke bringen. Er bringt Tesla an der Brücke. Das heißt, die müssen wieder Guards kommen eigentlich. Okay, die Guards kommen nicht rein. Das ist natürlich für uns jetzt sehr, sehr gut. Eine gute Möglichkeit, hier einmal den Tesla zu blocken. Und damit kriegen wir das Ganze sehr, sehr, sehr gut hin. Jetzt setzen wir einmal den Kollegen hier rein. Zack, das ist auch wieder gut. Hier bringen wir ganz oben den Elektro-Drachen, damit der Gegner eben nicht denkt, dass ihm sowas hier auch nur im Ansatz irgendwas bringt. Wir haben jetzt hier nämlich einen sehr, sehr guten Nado. Der Gegner bekommt den Lightning nicht rein, Freunde. Und das ist natürlich richtig gut für uns. Wir haben jetzt eine gute Situation. Auch wenn der Gegner mit dem Tester an der Brücke um die Ecke kommt, der mich jetzt ehrlicherweise nicht so überzeugt oder besser gesagt ziemlich nervt. Wir müssen jetzt nämlich so ein Barbell drauf haben, was ich jetzt nicht gerade so enjoy, bin ich ganz ehrlich. Jetzt müssen wir den Cage spielen. Und jetzt werden wir natürlich den Lightning fressen.
fressen. Das heißt, wir müssen jetzt hier den Elektrodecken einmal reinspielen, ganz oben. Der sollte eigentlich ziemlich lecker sein. Der Gegner bekommt gerade noch so keine so gute Lightning-Value, was natürlich für uns extremst vorteilhaft ist. Jetzt gibt es hier gleich den nächsten Eismagier rein. Und der Gegner geht direkt einmal wieder straight up aggressiv hier rein. Finde ich sehr, sehr wild. Er macht jetzt hier maximal einen Hit mit, okay. Er lightnet aber auch noch. Oh, das können jetzt zwei sein. Nee, okay, wichtig. Keine zwei Hits. Jetzt gehen wir natürlich einmal hier so rein, ganz klar. Die Guards werden gebubbelt. Das sollte auf jeden Fall etwas Damage werden. Da muss ein Evos kommen, sehr gut. Und ihr seht, das Game wird extrem, extrem knapp. Wir nehmen Poison. Wir hoffen, dass da jetzt kein Packer kommt. Es kommt auch kein Packer. Es kommt der Tesla wieder an der Brücke. Okay. Tesla wieder an der Brücke heißt, wir müssen natürlich jetzt dafür sorgen, dass der Lightning vom Gegner eben keine großartige Value holt. Genau, der Lightning muss auf den Turm kommen, was natürlich für uns jetzt ausgesprochen gut ist, denn wir müssen jetzt, oh mein Gott, ey, Digga, der Typ spielt wirklich einfach Teslas an der Brücke und Dings, ne? Wir müssen jetzt hier Nado spielen und hoffen, dass es irgendwie reicht. Bitte, Copics, ich habe ihn auch vorher eingetragen. Ja, es ist ultimativer Champion, wichtig! Und genau da wollen wir hin. Wir haben es geschafft. Wir haben es vollbracht. Das erste Mal ultimativer Champion nach gefühlt 5000 Games in der Season immer noch eine 68%ige Siegesquote. Also so schlimm war es dann doch gar nicht, Freunde. 1744er Rating. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, das Ganze buggt jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also ich kann hier irgendwie nicht auf OK oder sonstiges drücken. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die 12.000 Gold und das Emote natürlich jetzt geholt. Und wenn es dir gefallen hat, lässt du jetzt einen Daumen nach oben da, abonnierst den Kanal. Danke fürs dabei sein. Hau rein. Ciao.